Mit interventionellen Maßnahmen können durch relativ kleine Eingriffe große gesundheitliche Probleme gelöst werden. Dabei werden bildgebende Verfahren und spezielle Instrumente genutzt, um Eingriffe minimalinvasiv durchzuführen. In den vergangenen Jahren sind solche Maßnahmen zu einem festen Teil diagnostischer und therapeutischer Verfahren in der Medizin geworden. Je häufiger solche Eingriffe vorgenommen werden, desto größer wird allerdings auch die Strahlenbelastung des Personals, das diese Eingriffe durchführt. Um diese Belastung möglichst gering zu halten, sollten bei Planung und Durchführung solcher Maßnahmen verschiedene Parameter berücksichtigt werden. Dazu zählen vor allem der Interventionsraum bzw. der Aufenthaltsort einer Person in diesem Raum, die Positionierung des Zielbogens, die Wirksamkeit von Strahlenschutzmitteln sowie Parameter der Röntgeneinrichtung, zum Beispiel die Röhrenspannung. Welchen Einfluss diese einzelnen Parameter auf die Strahlenbelastung für das Personal haben können und wie sich der Strahlenschutz auf Basis dieser Erkenntnisse verbessern lässt, haben Fachleute der GRS auf Grundlage mathematisch-physikalischer Modelle nun simuliert. Die Ergebnisse unserer Simulation haben wir mithilfe eines Tools visualisiert. Das heißt, wir konnten die Dosisverteilung in Abhängigkeit der einzustellenden Parameter dreidimensional darstellen in einem simulierten Interventionsraum. Zum einen macht das den Zusammenhang zwischen Dosisverteilung und den Parametern sehr anschaulich. Zum anderen können wir aus den Ergebnissen praktische Tipps und Verbesserungsvorschläge für den Strahlenschutz ableiten. Betreten wir zunächst einmal einen klassischen Interventionsraum. In diesem Beispiel befindet sich darin ein C-Bogen, eine Patientenliege, ein Patient sowie Dosimetriepunkte an Auge, Brust, Hand und Bein eines Arztes bzw. einer Ärztin. Dieser steht etwa einen Meter vom Isozentrum entfernt, also dem virtuellen Punkt, um den sich der C-Bogen dreht. Der Röntgenstrahl ist in diesem Beispiel in einer Untertischanordnung auf den oberen Rücken des Patienten gerichtet. In der hier gezeigten Simulation wurde der gesamte Raum in Voxel, also virtuelle Würfel, eingeteilt. Die Simulation berechnet nun zusätzlich zu den Dosimetriepunkten für jedes dieser Voxel einen Dosiswert. Diese Werte werden hier farbig dargestellt. In Rot sind die dosisintensivsten Orte zu sehen. Über Grün zu Dunkelblau nimmt die Dosis ab. Bereits an diesem Beispiel einer Dosisverteilung lässt sich ein genereller Trend ablesen. Die Dosis unterhalb der Liege ist größer als seitlich und oberhalb. Allgemein zeigt sich, was erst einmal überraschend erscheinen mag, dass die Strahlung hinter der Röntgenquelle stärker ist als seitlich oder detektorseitig. Bei den Strahlenschutzmitteln kommt es vor allem darauf an, wie effektiv sie die Strahlung abschirmen. Je kleiner der Anteil der Strahlung, der durch die Strahlenschutzmittel hindurchtreten kann, desto besser deren Wirksamkeit. In dem hier visualisierten Beispiel beträgt die Röhrenspannung 90 kV. Auf den Einfluss der Röhrenspannung gehen wir später noch einmal ein. In dieser Untertischanordnung wird gut sichtbar, welchen Effekt massive Gegenstände im Raum haben. Die Patientenliege beispielsweise verursacht einen enormen Dosisschatten hinter dem Fußende der Liege. Ein Dosisschatten bezeichnet den Bereich, in dem durch die Abschirmung eine geringere Dosis erreicht wird. Während sich die Dosis entlang der Liege von Kopf bis Fuß des Patienten bei 90 kV um etwa einen Faktor 10 verringert, ist die Dosis hinter dem massiven Fuß der Patientenliege um einen Faktor 300 geringer als am Kopf des Patienten. Hier ist eine starke Abhängigkeit der Röhrenspannung zu sehen, denn dieser Wert fällt von einem Faktor 800 bei 55 kV Röhrenspannung zu einem Faktor 240 bei 125 kV ab. Werden zusätzlich ein deckenhängendes und mobiles Bleiglasschild, hier in Gelb, zwischen Röntgenröhre und Arzt bzw. Ärztin eingebracht, ist ein noch stärker ausgeprägter Dosisschatten sichtbar. Der dunkelblaue Schattenwurf zeigt für diese Positionierung der Strahlenschutzmittel einen günstigen Bereich, in dem das medizinische Personal gut gegen die Streustrahlung geschützt ist. Gut erkennbar ist in dieser Einstellung, dass sich die Dosis mit größerem Abstand zum Röntgenstrahl verringert. In diesem Beispiel sind links ein deckenmontiertes Bleiglasschild,
ein Untertischschutz sowie ein mobiles Strahlenschutzschild dargestellt. Rechts hingegen kommt nur das deckenmontierte Strahlenschutzmittel zum Einsatz. Anhand der dargestellten Dosisverteilung zeigt sich, dass die zusätzlichen Strahlenschutzmittel links einen deutlich größeren Dosisschatten werfen, was man gut an der dunkelblauen Fläche erkennen kann. Das Personal ist damit an dieser Stelle einer erheblich geringeren Strahlung ausgesetzt. Aus Sicht des Arztes oder der Ärztin sollten die Strahlenschutzmittel so angeordnet werden, dass sie sich zwischen ihm und dem durchstrahlten Gewebe des Patienten befinden. Lücken zwischen der Körperaussparung des deckenhängenden Bleiglasschildes und dem Patienten sollten vermieden werden, um eine durchgängige Strahlenschutzbarriere zu gewährleisten. Für alle Positionen und Röhrenspannungen lässt sich festhalten, dass die Dosis unmittelbar hinter einem Strahlenschutzmittel am stärksten reduziert wird. Die Positionierung des C-Bogens ist ein entscheidender Parameter für die Dosisverteilung, da seine Rotation die Dosisverteilung im Raum ändert. Rotiert der C-Bogen, so rotieren die dosisintensiven Bereiche mit. Dabei ist die Dosis der Streustrahlung hinter der Quelle am höchsten. Die Beispiele zeigen die Dosisverteilung bei 0, 90, 180 sowie 210 Grad Rotation. 210 Grad wurden ausgewählt, da diese Einstellung für den Arzt, die Ärztin, die dosisintensivste Einstellung repräsentiert. Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich die Strahlendosis bei verschiedenen Positionen des C-Bogens verändert, wenn neben dem deckenhängenden Strahlenschutz zusätzlich ein mobiles Bleiglasschild verwendet wird. In dieser Perspektive ist die Dosisverteilung auf Brusthöhe gut zu erkennen. Auch sind die Dosisschatten sichtbar, die durch die Bleiglaswände hervorgerufen werden. Bei 0 Grad ist die Dosis links und rechts von der Liege relativ gleichmäßig um das Isozentrum verteilt. Zudem ist der Dosisschatten an der Position des Arztes hinter den Strahlenschutzmitteln in dunkelblau gut erkennbar. Die Rotation zu 90 Grad ändert das Bild bereits stark. Hier ist nun ein großer Bereich des Raumes bis hin zum Sichtfenster des Kontrollraumes in grüner Farbe zu erkennen. Das medizinische Personal ist in dieser Einstellung einer erhöhten Strahlung ausgesetzt. Der Effekt der Strahlenschutzmittel ist ebenfalls reduziert. In diesem Beispiel verdreifacht sich die Dosis im Vergleich zur 0-Grad-Rotation auf Brusthöhe des Arztes bzw. der Ärztin. In der Übertischanordnung stellt sich die Dosisverteilung um das Isozentrum symmetrisch dar. Es ist demnach nicht entscheidend, ob sich medizinisches Personal vor den Strahlenschutzmitteln rechts oder links von der behandelten Person aufhält. Allerdings ist die gesamte Strahlung oberhalb des Tisches erhöht. Dies zeigt sich auch in der Dosis auf Brusthöhe des Arztes, der Ärztin, die im Vergleich zur 0-Grad-Position in diesem Beispiel um das 17-fache erhöht ist. Generell ist der Effekt der Strahlenschutzmittel bei dem hier dargestellten C-Bogenwinkel von 180 Grad reduziert. Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Dosis erhöht, wenn die Röntgenquelle in Richtung des Arztes, der Ärztin rotiert. Die höchste Dosis wird in diesem Beispiel bei einem Winkel von ca. 210 Grad erreicht. Die Dosis auf Brusthöhe ist im Vergleich zur 0-Grad-Position 22 Mal so hoch. Neben der Rotation des C-Bogens ist die Röhrenspannung eine der entscheidenden Größen für die Dosisverteilung im Raum. Je höher die Röhrenspannung ist, desto mehr Energie hat auch die Strahlung, die von ihr ausgeht. Die folgenden Beispiele zeigen den Einfluss bei einer Röhrenspannung von 55, 90 sowie 125 kV, diesmal auf Beinhöhe des Arztes, der Ärztin. In diesem Zusammenhang spielen auch die Strahlenschutzmittel, die zur Abschirmung verwendet werden, eine wichtige Rolle. Ganz allgemein ist die Wirksamkeit der Abschirmung für niedrigere Röhrenspannungen besser als für höhere, da niederenergetische Photonen besser abgeschirmt werden können als höherenergetische. Die Strahlenschutzmittel weisen bei gleicher Röhrenspannung und C-Bogenrotation für verschiedene Positionen im Raum unterschiedliche Wirksamkeiten auf. In der Simulation hat sich gezeigt, dass die Abschirmung auf Beinhöhe sehr gut ist, bis zu 99%. Das heißt, ungefähr 1% der Strahlung tritt durch die Abschirmung hindurch. Auf Brust- und Kopfhöhe ist die Abschirmung immer noch gut, allerdings ist die Abschirmung nicht mehr so homogen wie auf dem Boden.
Und auf der Position der Hand hat sich gezeigt, dass bis zu 20% der Strahlung durch die Abschirmung hindurchtritt. Und auf dieser Position kommt vor allen Dingen die Röhrenspannung ins Spiel. Wenn man die Röhrenspannung von 55 auf 125 kV erhöht, dann verdreifacht bis vierfacht sich die Dosis in diesem Arbeitsbereich. Die Simulationen zeigen, dass sowohl die Wahl und Positionierung der Strahlenschutzmittel, die Parameter des C-Bogens, zum Beispiel der Rotationswinkel oder die Röhrenspannung, sowie der Aufenthaltsort des Personals entscheidenden Einfluss auf die Strahlenbelastung haben. Mit diesen Tipps können Sie dafür sorgen, dass diese Strahlenbelastung möglichst gering bleibt. Im Wesentlichen lassen sich unsere Erkenntnisse auf die 4 A-Regel im Strahlenschutz komprimieren. Erstens Aufenthaltszeit verringern, zweitens Abschirmung verwenden und am besten sinnvoll positionieren, drittens Abstand halten, am besten wie besprochen in Bezug auf den Rotationswinkel des C-Bogens und viertens die Aktivität verringern. Im Falle der Röntgeneinrichtung entspricht das der Intensität und der Energieverteilung der Strahlung. Die hängt von verschiedenen Parametern ab, wie Strom, Spannung, Durchleuchtungszeit. Aber durch die Optimierung dieser Einstellung kann man eine enorme Menge an Dosis sparen. Man muss nicht immer das Hochdosisbild verwenden, um ein kontrastreiches Bild zu bekommen. Und Strahlung kann ja nur erzeugt werden, wenn die Röntgeneinrichtung auch angeschaltet ist. Deswegen wird das 4A auch oft als Abschalten bezeichnet. Personal, das nicht am Patienten wirken muss, sollte sich generell so weit weg wie möglich von der Röntgenquelle und insbesondere möglichst nicht hinter ihr aufhalten. Beachten Sie generell die 4A-Regeln des Strahlenschutzes. Danke fürs Zuschauen.